Hi, ihr steht auf Schnaps, auf Eis und auf was Gegrilltes? Dann bleibt heute dran. Heute gibt's nämlich unser gegrilltes Eis mit Moonshine. Ja, Hauptzutat ist hier unser Moonshine. Für die, die es noch nicht kennen, das ist ein Schnaps aus Mais, glaube ich. Das ist quasi, stammt aus den Südstaaten. Ihr kennt diese Moonshiner, kennt ihr vielleicht vom Fernsehen her, D-Max, diese Schwarzbrenner. Moonshine, weil er halt im Mondschein am liebsten gebrannt wird, wo die Polizei nicht guckt, weil es nämlich illegal ist. Das Ganze gibt es mittlerweile auch als Marke und kann man auch in Deutschland mittlerweile käuflich erwerben. Das Zeug hat 40%, schmeckt hammergeil. Ich habe schon ein paar Mal probiert und in einigen, also den gibt es in verschiedenen Versionen. In dieser Version, die ist mit Himbeeren angesetzt. Ihr seht es hier unten, sind Himbeeren drin und die nutzen wir heute mal fürs Eis. Das heißt, weniger von der Flüssigkeit, mehr diese eingelegten Himbeeren und die grillen wir danach, ja, lecker. Ja, was wir an Zutaten brauchen, zeige ich euch jetzt erstmal. Viel ist das gar nicht mal. Wie gesagt, wir haben hier unseren Moonshine. Wir haben hier Puderzucker. Das hier sind zwei so Biscuit-Tortlets. Also quasi so kleine Tortenböden. Dann brauchen wir das Eiklar von 3 Eiern. Ja, und das Eis zeige ich euch nachher. Das will ich so spät wie möglich erst aus dem Froster rausholen, damit es nicht antaut. Als allererstes nehmen wir uns mal eine Schüssel und teilen die Eier. Beziehungsweise teilen das Eigelb vom Eiklar. Für die, die es wissen, wie es geht, ist das uninteressant. Für die, die es nicht wissen, immer schön hin und her. So, 3 Eier haben wir jetzt hier quasi reingeschlagen in die Schüssel. Jetzt haben wir hier 3 Teelöffel Puderzucker. Den geben wir einfach mit dazu. So, und jetzt kommt unsere Küchenmaschine zum Einsatz. Jetzt verrühren wir das alles zusammen, bis halt ein steifer Eischnee entsteht. Ja, so, den Eischnee haben wir jetzt fest, also der muss richtig fest sein. Ich kann das jetzt stürzen, da kommt nichts mehr, fällt nichts raus. Man sagt, man muss ihn schneiden können. Ja, stellen wir mal eben kurz zur Seite. Jetzt wird's lustig, jetzt schnappen wir uns nämlich unsere Tartlets, nehmen unseren Moonshine und die Himbeeren nehmen wir dann quasi hier raus. So, leicht abtropfen lassen, verteilen die so ein bisschen hier drauf. Durch den Moonshine, der jetzt noch aus den Himbeeren rauskommt, wird auch noch richtig schön so ein bisschen das Tartlette getränkt. Das heißt, wir haben gleich einen richtig geilen Geschmack, denke ich mal. Und zwar aus Himbeeren und ein bisschen Dampf hat er auch. Eigentlich ein richtig gutes Dessert. Jetzt nehmen wir unser Eis und legen eine Kugel quasi oben drauf. So. Das Ganze auf der anderen Seite natürlich genauso. So, jetzt nehmen wir unseren Eischnee und der wird jetzt quasi hier oben drauf verteilt. So, das Ganze muss richtig schön deckend um das Eis geschichtet werden, weil der Eischnee quasi wie so ein Blocker für die Temperatur dient. Das heißt, dadurch, dass die Oberfläche relativ groß ist, kommt die Hitze nicht so durch so schnell. Der Eischnee kann ein bisschen anbacken. Ich hoffe, man sieht es überhaupt. Ja, so kommt das Ganze jetzt auf den Grill. Und zwar indirekt. Ungefähr 3-4 Minuten. Richtet euch so ein bisschen danach, wie braun das nachher ist. So, nehmen wir das dann mit rüber. So, wie gesagt, ich habe jetzt außen die beiden Brenner an. Das Eis kommt quasi jetzt in die Mitte. Deckel zu und warten. So,
3,5 Minuten war das Ganze jetzt drauf. Jetzt gucken wir mal. Sieht sehr lecker aus. Ist also schön außen fest geworden, auch da, wo es noch weiß ist. Dann nehmen wir es mal runter. Ja, dann schneiden wir es mal an. So. Ihr seht, das Eis ist noch fest innen, aber die Hülle ist schön gebacken. Ich glaube, das könnte gut schmecken. So, dann probieren wir das Ganze mal. Ihr könnt natürlich auch, wie feine Leute, das Ganze mit einem Löffel probieren. Ich beiß hier einfach mal rein. Mmh. Mmh. Richtig geil. Leck mich am... richtig geil. Bin total überrascht, wie geil das schmeckt. Das Eis ist immer noch fest. Die Himbeeren, die schmecken total gut. Der Boden ist von außen schön kross. Von innen ganz fluffig. Dieser süße Eischnee ist jetzt mittlerweile zu einem Biskuit geworden oder Baiser geworden. Baiser nennt man es. Passt super zusammen. Richtig, richtig lecker. Ja, davon werde ich mir jetzt erstmal den Rest reinpfeifen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Kommentiert mich. Auf jeden Fall abonniert mich. Ja, bis zum nächsten Mal bei Westmünsterland Barbecue. Ciao, euer Rolf.